Gut, in diesem Sinne herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK nach dem Playoff-Hinspiel der UEFA Europa Conference League. Der LASK und der St. Johnstone FC trennen sich hier im Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit 1:1. Und am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalamer und unsere Nummer 23 Alexander Schmidt. Ja, Dominik, 1:1 das Ergebnis, damit geht es quasi im Rückspiel nochmal bei Null los. Wie lautet dein Kommentar zum heutigen Spiel? Keine gute erste Halbzeit. Die ersten 4-5 Minuten waren druckvoll aktiv. Dann sind wir zu passiv gewesen in der ersten Halbzeit. Wir haben dann auch das Tor kassiert und dadurch ein bisschen so das Vertrauen in unser Spiel verloren. Es war richtig eklig, gegen die zu spielen. Es war schwierig, weil sie schnell nach vorne gespielt haben, weil sie Kopfballduelle, zweite Bälle, das wussten wir natürlich, war sehr, sehr schwer zu spielen. Wir haben dann zweite Halbzeit aber aus meiner Sicht wieder Rhythmus gefunden und sind dann von Minute zu Minute auch besser geworden. Haben dann gegen Ende noch die Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Gegner ein, zwei Kontersituationen auch hatte. Und von daher ist es fürs Rückspiel alles absolut offen. Danke, Dominik. Alex, wir haben es gerade gehört, in der zweiten Halbzeit war sie dann besser im Spiel. Am Ende hat es eben fast noch auch zum Sieg gereicht. Was nimmst du dir, was nimmt dich die Mannschaft jetzt für das Rückspiel nächste Woche mit von heute? Ja, ich denke, wir haben gesehen, dass wir unser Spiel spielen müssen und nicht das Spiel des Gegners mit hohen Bällen. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht und haben Druck ausgeübt, sind zu Chancen gekommen und haben uns Selbstvertrauen geholt, weil wir gesehen haben, dass mit unserem Spiel sie zu Torchancen kommen und die Gegner bis auf eine Situation kontrollieren. Der Gegner ist immer müder geworden und wir sehen, dass er unser Tempo nicht mithalten kann, auf Dauer. Danke, Alex. Und damit kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Georg Lebelhuber, Kronenzeitung. Ich fange vor dem Spiel an. Sie haben am Sonntag gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Jan Boller könnte man in so einem Spiel noch nicht bringen. Man müsse ihn erst an so ein Niveau heranführen. Heute hat er begonnen. Ausfall natürlich durch Wiesinger war der Grund. Aber was waren Ihre Überlegungen, diese Abwehr dann so zusammenzustellen? Ja, weil wir gewusst haben, was auf uns zukommt. Weil wir mit vielen langen Bällen gerechnet haben, viele Bälle in den Rücken der Abwehr hinein und da war die Überlegung, dass wir mit drei schnellen Leuten an der letzten Linie spielen wollen. Filipovic hat hohes Tempo, Andrade hat hohes Tempo und Jan Boller ebenso. Weitere Fragen? Nochmal Anschlussfrage? Ich komme noch einmal zurück. Hätten Sie heute nicht trotzdem in James Holland gern dabei gehabt, zumindest als Notnagel vom Notnagel? Ja, also wir haben das vor dem Spiel so entschieden und die Situation mit Philipp Wiesinger ist ja auch über Nacht entstanden. Das war ja bis am Vormittag auch fraglich, ob er spielen kann. Und von daher war es natürlich dann jetzt auch eine Situation, die vor Ort zu entscheiden war und die wir so entschieden haben. Ich glaube, dass die beiden Spieler, wie auch Andres Andrade, der jetzt länger nicht gespielt hat, und Jan Boller, dass die immer besser auch ins Spiel reingekommen sind und ihre Aufgabe gut gemacht haben. Also man muss schon noch sehen, dass wir heute nach den Ausfällen von Wiesinger und Letar auch gezwungen waren, eigentlich zwei Drittel der Abwehr umzustellen. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass die Mannschaft die erste Halbzeit ein bisschen auch gebraucht hat, weil die Automatismen im Offensivspiel und auch defensiv, es waren neue Mitspieler, die auch sich anpassen müssen und auch die anderen müssen sich anpassen und von daher hat es auch eine gewisse Zeit gebraucht. Weiterfahren, Günter Meierhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Es ist mir schon klar, dass Boller und Andrade andere Schwierigkeiten gehabt haben, aber es war ja der Rest der Mannschaft in der ersten Halbzeit furchtbar hektisch. Wie es der Alexander gesagt hat, man hat sich auf das Spiel des Gegners eingelassen und nicht das eigene Spiel gespielt. Wie ist das zu erklären, dass man da so in eine Hektik verfällt und die Bälle reinweise nach vorne schießt oder Fehlpässe macht? Das kennt man so nicht.
Ja, man weiß, wie der Gegner spielt. Man stellt sich darauf ein und man weiß, die schießen den Ball lang vor, dann auf die rechte Seite, auf Rooney, der gewinnt das Kopfballduell oder Renner gewinnt das Kopfball, dann fliegt der Ball irgendwo runter. Dann kriegt man gleich wieder Druck und dann spielt man dieses Spiel einfach mit. In der zweiten Halbzeit haben wir viel öfters die Kontrolle gehabt. Also wir haben gewusst, dass wir uns auf dieses Spiel einlassen müssen, dass wir das Spiel mitspielen müssen, aber dann auch in der Lage sein müssen, die Kontrolle zu bekommen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht, sondern wir haben es in vielen Phasen leider mitgespielt und dann auch viel zu viel lange Bälle gespielt. Wie Alex auch schon gesagt hat, wenn wir auch versuchen zu kombinieren, also auch einmal vor die Abwehr spielen und von dort dann hinter die Abwehr, dann kriegen wir Kontrolle über das Spiel. Oder wenn wir eine gute Mischung aus langen Bällen und Bällen vor die Abwehr haben. Und das haben wir erst halbzeit nicht gehabt, weil fast jeder Ball auch wir dann hinter die Kette gespielt haben und dadurch den Gegner stark machen. Weitere Fragen? Herbert Pumann, Upper Liga Portal. Es geht schon zum Ende hin, deswegen, weil es ja keine Spieltags-PK gibt, dann schon mal Blick voraus für Sonntag, Herr Thalhammer. Liga-Alltag wieder, 5 Punkte bisher in der Liga. Wie weit sehen Sie die Mannschaft jetzt in Zugzwang und Ausblick auch auf den Gegner TSV Hartberg? Da lief es ja zuletzt auch nicht so. Ja, wir sind von den Punkten hinter den Erwartungen zurück, auch die wir uns selber gesteckt haben. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir am Sonntag voll anschreiben. Hartberg hat in den letzten Runden schon auch Probleme. Also ich denke, es wird ein Spiel werden, in welchem wir einfach voll anschreiben wollen und gewinnen wollen und 3 Punkte machen wollen und wieder auch in der Liga oder in der Liga auf Schiene kommen wollen. Weitere Fragen? Günther Meierhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Spielen wir zum zweiten Mal in Klagenfurt. Diesmal waren noch weniger Zuschauer als beim letzten Mal. Das ist ein bisschen ein Heimnachteil statt ein Heimvorteil, oder? Ja, gefühlt war es heute auch weniger aus meiner Sicht. Ja, Situation ist so, wie sie ist. Bitte? Zu wenig Tore geschossen vielleicht beim letzten Mal. Ja. Das könnte sein. Ja, es ist natürlich für die Mannschaft ist es natürlich schon wichtig, wenn man dann hinten raus noch viel Support spürt und hat. Ich denke, die da waren, haben auch alles gegeben, um die Mannschaft zu unterstützen. Aber von der Zahl her könnte es natürlich mehr sein. Aber ja, ist so, wie es ist. Georg Lebelbauer hat noch eine Frage. Trainer, nachdem wir schon einige Verletzte haben, hat zuerst gesehen, Grgic auf der Bank gesessen nach seinem Austausch. Hat sich die Schulter mit Eis gekühlt? Wie schaut es in der Kabine aus? Gibt es Sorgenkinder? Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch gar nicht in der Kabine war, weil ich ja auch beim OF war und jetzt hier, sondern nur kurz vorher außerhalb mit den Spielern gesprochen habe. Man muss Lukas Grgic abwarten, was sich da tut. Also er hat sich an der Schulter verletzt, aber wie schwer, können wir jetzt mal genau sagen. Also muss man morgen dann ein Röntgen machen, dann wissen wir mehr. Gut, gibt es noch eine Frage? Ich glaube nicht. Dann vielleicht ganz zum Schluss noch ein Hinweis schon im Hinblick auf das kommende Bundesligaspiel des LASK gegen den TSV Hartberg. Der LASK veranstaltet am Sonntag in Kooperation mit dem Roten Kreuz nämlich eine Impfaktion. Zwischen 14 und 17 Uhr können sich alle Interessierten ohne Voranmeldung und kostenlos impfen lassen, direkt am Stadion. Und für alle Teilnehmer gibt es auch eine Freikarte für das Spiel LASK gegen TSV Hartberg. Ja, und wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein.